Dann untersuchen wir doch mal Carmelis aufgebrochenen Spind, der warum auch immer rosa ist. Und genau genommen sind so ziemlich alle Spinde hier offen. Ja, können die Aufgaben bitte einmal weggehen, danke. Footballhelm. Der war ja jetzt stark versteckt. Schleife, Stern und Teddybär und zwei Brillen. Die Krawatte gilt nicht als Schleife. Ja, bei diesen Spielen weiß man nie. Das war eine Apfelsine, glaube ich, und kein Ball. Naja. Und schon wieder eine Schachfigur. Ich hasse Schachfiguren. Ich habe Schach auch nie verstanden. Also, ich habe da ein ganz tolles Buch zu, aber ich kann mir nie merken, wie die ganzen Figuren laufen und wer wen schlagen kann. Und ich bin dazu doof zu. Hamburger, ja, lecker, hätte ich jetzt auch. Gemüse-Mac, versteht sich. Oder er ist ja Veggie-Burger mittlerweile. Ist ja auch egal. Büro, Klammer und Feder. Oh, hier ist schon mal der Teddybär. Oh, ich mag Teddybären. Das war jetzt auf gut Glück, aber schön, dass es geklappt hat. Nein, es ist immer noch eine Apfelsine. Hier ist die Schleife. Ha! Büroklammer wird schwer, die sind doch so klein. Also muss ich wenigstens die Feder so finden. Drang einmal so blind rumzuklicken, aber dann friert mir der Mauszeiger ein. Das hilft uns ja auch nicht. Aber ich habe die Feder, dann können wir uns jetzt auch einen Tipp geben lassen. Wir brauchen ja auch diesen Hinweis, Beweisstück. Jemand hat dieses Foto ganz eilig abgenommen. Der Mörder muss nach belastenden Beweisen gesucht haben. Hm, und ich beim. Hm, das dürfte Mai sein. Vielleicht ein Foto der beiden besten Freundinnen zusammen. Kein Wunder, dass die mit ihrer Geschichte durcheinander kamen. Ich sollte dir noch einen Besuch abstatten. Hey Torino, was ist hier passiert? Jemand hat einige Spinnen aufgebrochen, aber ich vermute, Carmel, die Spinne war das wirkliche Ziel. Sag mir Bescheid, was du findest, okay, Will? Detective, back so soon. Where is Mai? I have some more questions. She left right after you. Did she say where she was going? No, she was really upset. What is happening? Your daughter has just become a suspect. Schon wieder ein Kapitel geschafft, das ging aber schnell. Kapitel 4, die Mordwaffe. Hallo Kathy, ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich auch, Miley. Was? Das ist Ryan Buckley. Ich habe Beweise. Ich habe nicht nur Beweise, meine Verdächtige ist auch noch verschwunden, nachdem ich mit ihr geredet habe. Wir können aber nicht beide recht haben. Wie geil ist das denn? Die beiden sind ja ein cooles Team. Lies den Bericht über Schmauchspuren an Ryan Buckleys Händen. Sprich mit Will Schengen über Carmel die Spinnen und finde alle Gegenstände. Ah, neue Post. Ich hoffe, sie untermauert meinen Verdacht.
Mein Kollege hat Ryan Buckley auf Schmauchspuren untersucht und keinen Hinweis darauf gefunden. Buckley hat in letzter Zeit keine Waffe abgefeuert, falls überhaupt mal. Schade, Lamonte. Offenbar ist Mai doch unsere Hauptverdächtige. Captain Vance muss wohl unterwegs sein. Tja. Beweisfoto. Und die ganzen Sachen sind wieder genauso verstreut wie vorher. Naja, fast alle. Wir müssen das Zeug besser sortieren. Hilf mir, sie alle zu finden, an die Tafel zu hängen. Okay, ich hätte es cooler sagen müssen, weil es ist ja der Coole hier. Eins noch. Ich hasse es. Das Letzte findet man immer nicht. Doch, da. So, wir brauchen eine Schusswaffe. Die lag vorhin. Geh mal weg, Gepäck. Da. Auto, Fußabdruck, Handschellen. Die Handschellen habe ich hier auch schon irgendwo gesehen. Egal, suchen wir das Flugzeug und die Polizeimütze. Das ist schon mal gut. Handschuhe. Hier haben wir auch. Und einen Feuerlöscher. Jetzt fehlt nur noch das Auto und der Fußabdruck, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das Auto. Das war zwar eher ein Pfotenabdruck, aber... Das ist mein Computer. Ich habe offenbar neue Post. Das sollte ich mir mal lieber ansehen. Ich konnte in den Spinden nichts Besonderes finden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Mylies Spind nicht aufgebrochen worden ist. Oh ja, noch mehr Beweise, die Mylie belasten. Hefte die Ermittlungsbilder an die Pinnwand. Wir sollten die Beweisfotos aufhängen. Es ist Zeit, mal zu sortieren, was wir bisher entdeckt haben. Nimm Fotos aus deinem Gepäck, indem du sie anklickst. Hänge sie an die Pinnwand neben die entsprechende Notiz. Wenn du dich vertan hast, kannst du ein Foto mit einem Rechtsklick wieder abhängen. Okay. Hat eine wohltätige Stiftung. Keine Ahnung, warum das L hier so mögen. Seltsam aussieht, aber naja. Das ist hier die Mutter. Glaube ich. Wurde Stunden nach dem Mord aus dem Schlafzimmer entfernt. Das Tagebuch. War zum Zeitpunkt des Mordes auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Das Opfer. Beendete seine Beziehung aus unbekannten Gründen. Hey, die Mutter kommt weg, denn die Stiftung hat ja der Vater. Ist offenbar verschwunden. Von hier wurde eventuell ein belastendes Foto gemacht. Keine Ahnung. Mögliche Drogenverbindung zum Mord. Allein zu Hause zum fraglichen Zeitpunkt. Das ist die Mutter. Irgendwer wollte verhindern, dass Carmelis Gedanken bekannt werden. Und stimmt das jetzt? Ja, stimmt es jetzt oder nicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich dahin muss. Vielleicht so rum. Ah, okay. What's going on here? Captain, before I forget, I need a couple of hours on Thursday to give blood. The red blood thing, right? Okay. Now let's concentrate on the case.
We're evaluating our information. Turns out there was no GSR on Buckley. May Lee is the current lead suspect. Don't get ahead of yourself. I just got the ballistics report from the bullet from Carmody's bedroom. The bullet was fired from a gun registered to Johnson Phelps. What? We'll get right over that, Captain. Carmody, okay? Ich nenne ihn trotzdem Carmody, weil ich den Namen irgendwie besser finde. Besuche Phelps Wohnung. An alle Detectives, würden... Hier, Pam Allen, an alle, ist klar. Detectives, würden mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Wir haben nichts zu sagen, Pam. Du kennst sie? Ich bin Pam Allen, sie müssen Kathy Torino sein. Hui, investigativer Journalismus vom Feinsten. Stimmt es, dass Carmody auf Drogen war und sich selbst umgebracht hat? Sie wissen doch, dass wir zu wilden Spekulationen keinen Kommentar abgeben. Was mit dem SED? Ist das eine geheime Polizeiabteilung nur für die Reichen und Berühmten? Wenn Sie eine offizielle Stellungnahme möchten, wenden Sie sich bitte an das Polizeipräsidium. Hey! Ja, Detective? Woher wissen Sie etwas über das SED? Es gab noch keine offizielle Verlautbarung und wir haben erst heute angefangen. Ich habe gute Kontakte. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich weiß eine Menge über Sie. Eine sehr vielversprechende Karriere, in jeder Hinsicht und auch den schwarzen Gurt. Und trotzdem trauen Sie sich, mich anzusprechen? Hey, meine Quelle hat mir verschwiegen, dass Sie sogar Humor haben. Sie halten es wirklich für einen Scherz? Oh mein Gott, was für eine Schnepfe! Das ist hier irgendein Ort, der mir total unbekannt ist, aber ich hoffe, er wird bekannter im nächsten Part.